Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Unsere Reise geht voran. Ich möchte jetzt erst einmal die Peach-Dinger einsammeln. Denn das bedeutet, wir müssten normalerweise wieder Nachrichten bekommen. Nachrichten von irgendwoher, denn die Peach wurde entführt von Bowser, wie es aussieht. Also eine sehr ungewöhnliche Wendung für ein Mario-Spiel. Das kennt man so eigentlich gar nicht. Also suchen wir in Port Prisma das Peach Pappkarton Dingens in der Hoffnung, dass es hier irgendwo liegt. Sollte hier irgendwo sein. Die Frage ist nur wo. Am Hafen vielleicht? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wobei man weiß ja eigentlich auch nie. Und ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt einsammeln muss, aber wäre ja schon relativ wichtig, das zu erfahren. Und vor allen Dingen ja auch interessant. Ich vermute es eigentlich hier im Zentrum, wenn dann. Vielleicht irgendwo im Baum? Ja. Das sieht gut aus. Weißt du was? Hallo Mario, ich bin der Fahnenmacher dieser Stadt. Sowas ist gerade total in Mode. Jedenfalls habe ich einige Fahnen aufgestellt, um deine Erfolge zu feiern. Ich habe 6 Superfahnen aufgestellt. Sie stehen für Münzen, Ausschnitte, Aktionsbefehle, farblos Flecken, besiegte Meister und Karton. Karten. Ich aktualisiere sie ständig mit deinen jüngsten Fortschritten. Also guck mal ruhig öfter vorbei. Und Karton. Das war echt gut. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich... Kein Plan, ich finde es hier nicht. Also geht's mal zurück zur Weltkarte. Wobei, vielleicht gibt es ja auch diesen Peach-Karton irgendwo, vielleicht in der Post oder so, aber ich weiß es nicht. Da oben war doch noch was, genau so sieht's aus. Da haben wir auch einen von diesen Kartonsen. Aber das finde ich schon ein bisschen doof, ich will die gerne einsammeln. Nur wenn ich die nicht finden kann, dann ist es schwierig. Gut. Vulkan Sienna. Dann geht's eben mal dahin. Da fällt mir auch ein, wir könnten auch die nächste Arena aufsuchen. Ach, hier ist es etwas auffälliger. Na denne. Peach Post Nummer 3 erhalten. Nur Nummer 2 fehlt noch. Mario, mir scheint, dass diese Luftgaliere sehr bald an ihrem Zielort ankommt. Doch wenn ich mich umsehe, ist dort nur ein endloses Wolkenmeer. Wir müssen uns unermesslich hoch über dem Boden befinden. Oh, was geschieht nun? Fliegt das Schiff in etwas hinein? Doch wir befinden uns mitten in der Luft. Wo sind wir hier nur? Ich frag mich, wie sie das schafft, immer diese Nachrichten zu schicken. Für Vulkanverhältnisse ist's hier in meiner Ecke richtig schön kühl. Das ist der einzige Zufluchtsort vor der Gluthitze und er gehört mir. Dir ganz allein. Okay. Ob wir hier jetzt hin sollen, weiß ich gar nicht genau. Ich hoffe, wir können der Hitze trotzen. Hier ist es so heiß, da fliegt einem ja der Deckel von der Dose. Muss wohl daran liegen, dass wir geradewegs in einen Vulkan reinmarschiert sind. Wo wir gerade über Offensichtliches reden. Falls mir bitte nicht in die Lava, okay? Fall mir nicht in die Lava. Was ist heute los? Meine Güte. Mit dem Lesen hab ich's heute nicht so. Dazu noch ein bisschen erkältet. Das ist keine gute Kombination anscheinend. So, okay, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht in die Lava. Wobei, wenn er das extra so betont, kann es sein, dass wir sogar in die Lava fallen müssen. Wer weiß das schon. Komm ich da rüber? Anscheinend nicht. Oder ich muss irgendwie wieder punktgenau irgendwo stehen. Kann auch sein. Heißt, wir müssen diesen großen Raum erstmal einfach so überqueren. Und schauen, ob wir... Oh! Ein gelber Rettertoad. Die sammeln wir doch. Die suchen wir doch auch alle. Okay. Genieße diesen Anblick. Findest du ihn nicht auch furchtbar inspirierend? Nun ja, vielleicht vor allem furchtbar. Auf jeden Fall hat mich dieser Ort inspiriert. Meiner Rettertätigkeit ab morgen noch fleißiger nachzugehen. Bis dahin werde ich meinen Mut durch das Verspeisen von richtig scharfer Peperoni
unter Beweis stellen. Geheimberater Tod Nummer 11, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer in Bonsaihain. Ich weiß auch nicht. Heute lese ich, was ich will. Der Ausblick ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Man wird das Gefühl nicht los, dass noch mehr dahinter steckt. Allerdings geht hier momentan nicht gerade die Post ab, oder? Du könntest natürlich ein bisschen über die Lava laufen. Oder aber wir gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Ja, das können wir auch machen. Gut, das war der Hinweis, wir sollen hier noch nicht hin. Aber den Rettertod sollten wir wahrscheinlich schon finden, weil im Bonsaihain, wie gesagt, brauchen wir 11. Eine ganze Fußballmannschaft von denen. Und ich hoffe einfach mal inständig, dass ich nicht mehr so viel vorlesen muss heute. Das könnte, glaube ich, nicht gut enden. Okay. Jetzt überlege ich gerade, ob wir vielleicht dann einfach mal die nächste Schnick-Schnack-Schnuck-Arena betreten sollten. Das könnte auf jeden Fall richtig sein. Also, wir können hinein und da scheint auch dann dieses Mal der Schnuck-Champion zu sein. Und das heißt dann immer wieder, dass es da große, schöne, seltene Karten zu holen gibt. Und das ist immer gut. Also willkommen. So habt ihr wieder Hinweise. Der erste Gegner ist unheimlich stolz auf seine spitzen Stacheln. Ich glaube aber, seinen harten Panzer findet er auch ganz gut. Wenn man so aussieht wie dein Gegner in Runde 2, dann wird man vermutlich niemals eine Schere in der Hand nehmen. Okay. Kommt mir irgendwie gerade so bekannt vor, was sie rumlabern. Na, wir schauen mal einfach. In der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena Nummer 2, wir sind stolz, Master Schnuck als Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Und du willst auch mitmachen? Ja. Okay. Also, ich kann mich jetzt auch irren, aber das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, okay. Den Text kennen wir schon, der ist, glaube ich, immer gleich in jeder Arena. Gut. Dann schauen wir mal, wer denn der erste Gegner ist, der auf seine Stacheln stolz ist. Mario wird zuerst begrüßt. Unsere Wenigkeit und dann Starri. Hä? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Also wenn ich jetzt einfach mal... Der hat doch... Der nimmt bestimmt... Nimmt der Schere bestimmt, oder? Ich denke mal, ich nehme Stein. Warum nicht? Vielleicht verkacke ich auch direkt, aber... Ich glaube mal nicht. Ich hoffe zumindest. Schnick, Schnack. Oh. Ja, das war wohl gar nichts. Unentschieden, das ist ja krass. Auf eure Plätze zurück. Versuch Nummer 2. Schluckstreiter wählt eure Karten. Wenn ich jetzt nochmal Stein wähle... Ich mach's einfach nochmal. Okay, halt, ich will zurück. Bin bereit und dann... Ich hab's Zeit, ich hoffe du auch, Stachy. Schnick, Schnack. Okay, der hat jetzt Schere benutzt. Wir haben gewonnen. Das ist gut. Preisgeld inklusive, das ist auch immer gut. Und dann Runde Nummer 2. Ich überspringe das Ganze jetzt mal. Das ist mir gerade zu doof. Den kennen wir doch auch, oder nicht? Oder bin ich ganz doof? Dann dürfte, wenn der jetzt Stein benutzt, wovon ich jetzt auch mal ausgehe, dann ist hier Papier auf jeden Fall richtig. Also mal gucken. Die Frage ist halt nur, was dann der Meister Schnuck auswählt. Wieder gewonnen, das ist schon mal gut. Mario ist der Sieger, dein Gewinn wird dir gerade hier bar übergeben. Schon über 9000 Münzen, das liest sich schon mal sehr ordentlich. Das heißt, ich muss mal wieder bald Geld ausgeben. Ich bin ja auch gespannt und aufgeregt, was unser maximaler Gewinn ist. Unser maximaler Münzstand zumindest. So, und
auch dieser Meisterschnuck sieht doch eigentlich genauso aus wie der erste Meister, oder? Ist es derselbe? Runde 3, Mario gegen Meister Schnuck. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Und ich habe wieder mal keinen Plan, was er nimmt. Am auffälligsten wäre es, wenn er Papier nimmt. In diesem Kampf habe ich bis jetzt noch nicht Schere einsetzen müssen. Nur Papier und Stein, das heißt, ich nehme diesmal ganz offensichtlich Schere. Auch wenn das, ich weiß es auch nicht, ich habe keinen Plan. So, Schnick, Schnack, Schnuck und wir haben es geschafft. Krass, Mario hat gewonnen. Es ist unglaublich, Mario Schnuck, ich sag am besten gar nichts mehr. Meister Schnuck wurde mal wieder geschlagen von Mario. Und ich will nicht mehr lesen. Für heute. So, gewonnen. Du hast das Turnier gewonnen und erhältst zur Belohnung Münzen. Und ein Kart. Nee, doch nicht. Natürlich ein Auto. Nee, doch nicht. Entschuldige. Eine brandneue Karte. Und der Witz ist immer wieder nicht neu. Iggy-Karte erhalten. Der zweite Boss. Jetzt haben wir schon zwei Bosskarten. Und ich habe noch immer keinen Plan, was die bringen. Und ich habe die Frage mir selbst beantwortet. Wir können also maximal 9.199 Münzen tragen. Okay. Na denne. Adios. Und wir überlegen mal, wo wir jetzt hin können. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Jedenfalls kam mir das hier bekannt vor. Die ersten beiden Gegner... ich weiß es auch nicht genau. So. Gut. Ich glaub's nicht. Du hast Meister Schnuck besiegt. Glückwunsch. Ja. Also. Irgendwie gibt's hier nicht so viel Neues. Vielleicht in der nächsten Arena. Vielleicht gibt's da ja irgendwas Schönes. Man kann auf jeden Fall hier viel Geld machen und auch eine seltene Karte abgreifen. Das ist schon mal gut. So, okay, Vulkan Sienna, da waren wir ja schon. Da konnten wir nichts machen. Dann, wir hatten doch noch was. Genau hier. Hotel Ultramarino. Da können wir mal hin. Das ist ein ganz neues Gebiet für uns. Und vielleicht werden wir uns ja... Wow. Was für ein Setting. Also das sieht für mich aus wie ein Geisterhaus. Ich kann mich auch irren, aber das... Nee, das muss ein Geisterhaus sein. Und vielleicht gibt's da ja auch ein paar Rätsel zu lösen. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Man, da hätte ich jetzt Lust drauf. Das wäre ganz cool, glaube ich. Oh. Hallo du. Danke, dass du mich gerettet hast, Mario. Ich hatte blau gemacht und wurde von ein paar Schallgeist überfallen. Das sollte mir eine Lehre sein. Wenn man blau macht, bekommt man nur aus Schwierigkeiten. Also danke nochmal. Okay, tschüss. Okay. Mehr haben wir hier draußen nicht, außer ein paar Blumen. Heißt, wir stürmen mal hinein. Und dürfen gespannt sein, was uns im Inneren des Schlosses erwartet. Na klar, und ausgerechnet jetzt taucht der absolute Oberpromi auf. Es ist uns eine Ehre, Mario. Aber leider hast du dich ganz umsonst sehr bemüht. Das Hotel ist derzeit auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es gab hier nämlich in letzter Zeit reichlich seltsame Vorkommnisse. Unter diesen Umständen ist es uns leider nicht möglich, Gäste willkommen zu heißen. Chef! Schon wieder einen Telefonanruf, bei dem sich niemand meldet. In Spukhaus, ich wusste es doch. Siehst du, irgendwas Merkwürdiges geht hier vor. Ich habe schon Luigi angerufen, weil Gespenstersachen ja so eine Art Hobby von ihm sind, aber da ging nur der Anrufbeantworter ran. Könntest du als Held dich vielleicht mal umsehen und der Sache auf den Grund gehen? Bitte, ich flehe dich an. Hast du das gehört, Mario? Seltsame Vorkommnisse. Das sind bestimmt Geister oder so. Die Farblosflecken scheinen hier noch das kleinste Problem zu sein. Wir sollten das mal genauer unter die Lupe nehmen. Auch habe ich das Gefühl, dass wir Farbsterne auf der Spur sein könnten. Außerdem wollte ich schon immer mal paranormaler Ermittler sein. Oh, wir sollten uns Visitenkarten machen.
Toll. Geisterjäger! Das freut mich gerade irgendwie. War auch eine Anspielung auf Luigi's Mansion. Denn dort ist Luigi ja toller Geisterjäger. Hier geht es zum Speisesaal. Da das Hotel geschlossen hat, ist allerdings niemand dort. Okay. Ob wir trotzdem mal reingehen sollten? Ich weiß nicht genau. Wir gehen erstmal hier hinein. Und dürfen... Lol. Fliegende Bücher. Wow, diese Bücher sind gerade von selbst aus dem Regal geflogen. Ich sag dir, Mario, in diesem Hotel spukt es ganz eindeutig. Zumindest schaut's mal so aus. Und da hat ein Buch ziemliche Zuckung. Können wir da was machen? Wow, die Farbe hat einen Geist sichtbar gemacht. Unmöglich! Mario, hast du etwa Angst? Also hat auch ein Mario manchmal Angst, aber keine Angst, ich werde der Prinzessin nichts davon verraten. Was mache ich denn jetzt? Hilfe? Wo ist mein Lieblingsbuch? So oft ich auch suche, ich kann es einfach nicht finden. Und jedes Mal endet meine Suche bei diesem Wälzer hier, der sich einfach nicht bewegen lässt. Ich glaube, wir müssen dem Geistertod helfen. Egal wie oft ich die Bücher auch einräume, sie fliegen immer gleich wieder aus dem Regal. Muss ich für den Rest meines Lebens diese Bücher einräumen? Also ich habe schon mal den Unruheherd hier gefunden. Aber was machen kann ich anscheinend nicht. Ich weiß nicht genau. Ich gehe erstmal hinaus. Also den ersten Geist haben wir schon. Wir sind ein guter Geisterjäger. Dann können wir jetzt ja vielleicht mal... Ups. Also das hier ist die Wäschekammer. Wir müssen die Laken reinigen, bevor man sie verwenden kann. Hier geht's überhaupt nicht rein, gar nichts Verdächtiges vor sich. Also geh doch einfach irgendwo anders hin, okay? Ja, da kann ich nicht rein. Und den Shy Guys vertraue ich auch auf jeden Fall. Und wohin geht's hier nach draußen anscheinend? Ja, hier geht's anscheinend raus. Irgendwo in den Seitenhof. Also ist schon alles ein bisschen spooky hier. Kann man nicht anders sagen. Hier soll es einen seltenen roten Vogel geben, also habe ich etwas Futter ausgestreut. Bisher hat sich aber noch kein Vogel gezeigt. Vielleicht ist an der Sache einfach nichts dran. Ein roter Vogel. Also da kann ich glaube ich auch nicht helfen. Ich weiß es nicht genau. Moment. Hier haben wir noch was auf jeden Fall. Also ich denke mal, beim nächsten Mal sollten wir auf jeden Fall den Geheimnissen auf die Spur gehen. Und vielleicht klappt es dann auch mit dem Lesen. Was ist das denn hier? Bestimmt ein Aufzug oder sowas. Okay, also... Wir gucken mal einfach. Beim nächsten Mal geht's hier nämlich weiter. Bei Paper Mario Color Splash. Und bis dahin... Macht es gut.